Ganz schön steil hier in den Weinbergen. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Sonntags, liebe Zuschauer. Es ist gerade die Zeit der Weinlese in Deutschland und Europa. Das heißt, es wird also geerntet, was ein Jahr lang kultiviert und gepflegt wurde. Und deshalb dreht sich bei uns heute auch alles um den Wein als schützenswertes Kulturgut. Das Kloster Eberbach da drüben, das hat eine sehr lange Weintradition. Schon vor vielen hundert Jahren haben die Mönche hier Weinbau betrieben, eine ziemlich harte Arbeit. Und schon immer galten Weinbauern als sehr fleißige Landwirte. Und es ist ganz und gar nicht selbstverständlich, dass man als Weinbauer internationalen Erfolg hat. So wie der Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen. Darum erzähl mir jetzt ganz kurz, wie Johannes Leitz hat vor 30 Jahren ganz klein angefangen, als er das elterliche Weingut übernahm. Inzwischen gehört er zu den erfolgreichsten Winzern der Welt. Sein Geheimrezept? Leidenschaft. Wenn ich ehrlich bin, liebe ich meinen Beruf sehr. Das war nicht immer so, aber für mich ist, würde ich sagen, der Winzerberuf der schönste auf der Welt. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Michelle Obama, die First Lady der USA, der Regisseur und Schauspieler Woody Allen, Hollywoodstar Kevin Costner, Teenie-Idol Ashton Kutcher und Thronfolgerprinz Charles von Großbritannien. Es war nie meine Idee, irgendein Starwinzer zu werden, der Weine produziert für reiche Bekannte. Das war wirklich nie meine Idee. Ich will einen ganz ehrlichen, bodenverbundenen Wein produzieren, der jedermanns, ich sag's wirklich mal, Herz erfreut. Der Winzer ist viel unterwegs. Als nächstes fahren wir zu seiner Kellerei. Von hier aus gehen mehrere hunderttausend Flaschen pro Jahr in die ganze Welt hinaus. Das ist auch viel Alkohol. Und natürlich kann das viel gesundheitlichen Schaden bringen. Hat er deswegen ein schlechtes Gewissen? Ab und zu macht man sich schon Gedanken drüber. Aber dafür liebe ich Wein zu sehr, um mich dadurch irgendwie davon abbringen zu lassen. Als Johannes Leitz vor über 30 Jahren Winzer wurde, sah er sich herausgefordert, das kleine Familiengut weiterzuführen. Ein schwerer Anfang, den er damals ganz alleine schaffen musste. Das, was mir meine Mutter und Verwandtschaft gesagt hat, muss ich von meinem Charakter schon sehr, sehr auf meinen Vater rauslaufen. Als er verstarb, war ich 14 Monate. Ich habe ihn leider Gottes nie kennengelernt. Aber ich würde das, was ich gehört über ihn habe, sehr als sehr großherzig, lieb, gutmütig beschreiben. Die Fahrt hinaus. Nach 20 Minuten erreichen wir seinen Lieblingsweinberg. Diese Lage gilt weltweit als etwas ganz Besonderes. Winzer sind ja immer sehr patriotisch und jeder denkt, sein Heimatort wäre der beste und der schönste. Aber ich glaube, dass wir hier in Rüdesheim schon eine wunderschöne Weinbergsgemarkung haben. Mit Mitte 20 übernimmt Johannes Leitz das damals winzige und unbekannte Weingut. Seine Schulfreunde halten ihn für verrückt. Manche werden Banker oder Unternehmensberater, träumen vom Geld. Johannes träumt von Qualität. Nur das ist es, was für ihn zählt. Die Renaissance des deutschen Riesling hilft beim Aufstieg. Johannes Leitz sieht sich nur als Teil einer größeren Geschichte. Ganze Menge Stolz. Nicht nur Stolz auf die Familie, auf meinen Vater, Großvater, Urgroßvater, sondern auch auf die etliche Generationen vor mir und natürlich hoffentlich auf die Generationen nach mir. Kenner schätzen seinen Wein als ehrlich und erdverbunden. Viel Lob. Und dennoch, er hat erfahren, dass es im Leben Wichtigeres gibt als Wein und Erfolg. Es war so, dass unsere Tochter mit 5 Jahren an Leukämie erkrankt ist. Und es war natürlich eine sehr schlimme Zeit. Es war fast ein Jahr intensivste Chemotherapie im Krankenhaus. Aber auch meine Frau sagt, dass wir eigentlich das unterm Strich nicht missen wollen. Also das war eine Zeit, die uns wirklich auch sehr positiv geprägt hat, so schlimm wie das Ganze war. Ich lebe nicht ab 65 und ich lebe auch nicht für morgen. Ich lebe jetzt im Moment und versuche das Leben doch sehr zu genießen und auch sehr intensiv zu genießen und bin wirklich dankbar für schon wirklich viele auch Kleinigkeiten. Johannes Leitz hat gelernt, worauf es ankommt im Leben. Doch jetzt wartet schon sein nächster Termin. Es geht zum Flughafen. Und dann weiter zu einem Kunden. Diesmal nach New York.
Zum Kloster Eberbach gehört unter anderem auch dieser Weinberg hier. Die Mönche, die das Kloster gegründet haben und es im 12. und 13. Jahrhundert ziemlich schnell zum größten Weinbauunternehmen der Welt gemacht haben, die haben hier den Wald gerodet, daraus einen Weinberg gemacht und ihn komplett eingemauert. Mit der Mauer wollte man sich vor Traubendieben schützen und vor Wildschweinen, also den Ebern, wonach ja das Kloster und der Bach benannt sind, Kloster Eberbach. Und wir sind deshalb hierher zum Kloster gekommen, weil wir wissen wollen, was denn überhaupt noch von der Tradition der Mönche, von ihrem alten Wissen übrig ist. Ich bin jetzt mit Michael Apitz verabredet, der eine besondere Beziehung zu Weinbergen hat. Das hat aber nichts mit Wein trinken oder Wein bauen zu tun, sondern mit Malen. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Sie malen Weinlandschaften. Mhm. Was reizt Sie denn daran? Ja, ich bin in der Gegend hier aufgewachsen und da wächst man ja automatisch in das Thema Wein mit rein. Und als ich dann die Landschaftsmalerei für mich entdeckt habe als ein Thema für meine Kunst, dann habe ich begonnen, Weinlandschaften zu malen, was erstmal belächelt wurde, aber die Leute waren da doch beeindruckt. Aber was ist aus Sicht des Künstlers das Besondere an den Weinbergen? Es ist eigentlich eine Mischung. Das ist, die Weinberge sind von Menschenhand angelegt, das sieht man sofort. Die haben eine Geometrie, die haben eine gewisse Struktur und gleichzeitig auch Chaos. Also man, je nachdem, wie nah man an so Weinreben rangeht, wenn sie nicht geschnitten sind, ist es hier im Vordergrund Chaos und oben einfach Struktur. Und es ist einfach spannend. Und wie gesagt, das ist so eine, aus dem Bauch raus ein ganz tiefes Gefühl für die Landschaft. Und mich fasziniert es einfach, jedes Mal wieder Weinlandschaften zu malen. Und Sie fangen an mit Kohle und später geht es weiter? Genau, also womit? Mit Kohle, ich sitze eigentlich ganz gern in der Landschaft, skizziere, mache mir einen Eindruck und fange dann an, ein bisschen Farbe eigentlich da noch ein paar Sachen reinzubringen, so mal so grundsätzliche Flächen festzulegen. Und mit diesen Skizzen mache ich später aber im Atelier eigentlich dann meine Gemälde draus. Ja, ich würde gerne nachher nochmal wiederkommen und schauen, wie das Bild dann später aussieht, wenn es fertig ist. Freue ich mich drauf. Liebe Zuschauer, Wein machen ist bis heute immer noch viel Arbeit, obwohl wir über moderne Technik und viele Maschinen verfügen. Aber es braucht trotzdem noch viel Sorgfalt und viel Mühe. Wir haben in der Pfalz Menschen getroffen, für die es ganz und gar nicht selbstverständlich ist, Wein zu machen. Traubenernte in Bad Dürkheim in der Vorderpfalz. Rund 20 Menschen lesen für ein ganz besonderes Weingut. Simon Kessler ist einer von ihnen und mag seine Arbeit. Man ist immer an der Luft und an der Natur. Mit Leuten draußen, mit denen man sich auch gut versteht. Sein Kollege Martin Zeyer hat vor allem vor dem Schneidwerkzeug Respekt. Das ist gefährlich. Das ist assi gefährlich. Das ist scharf wie Rasierkling. Und er? Winzer aus Passion. Seit 2011 leitet Jan Hock den Weinbau der Lebenshilfe. Das Reizvolle ist einfach quasi, dass man Menschen mit einer geistigen Behinderung, sind alle motorisch fit, einfach Menschen mit geistiger Behinderung einfach einen wertvollen Arbeitsplatz schafft. Quasi, dass sie sehen, okay, wir produzieren was, wir machen was und das machen wir aber selbst und das kriegen wir nur hin, wenn wir quasi alle zusammenarbeiten. Und das Tag für Tag und das auch harmonisch in gewisser Weise. Aber dass sie wirklich sehen, okay, ich habe einen Zweck, ich habe eine Aufgabe, ich habe was. Ja, wo ich ein Mehr bekomme davon. 36 Menschen arbeiten im Weinbau der Lebenshilfe. Davon haben knapp 30 eine geistige Behinderung. Auf dem Weg zu einem hochwertigen Produkt stellt das die Winzer vor besondere Herausforderungen. Das ist nämlich, denke ich, auch schön. Worauf muss Jan Hock deshalb gerade hier in der Kellerei besonders achten? Zuverlässigkeit, also dass ich vertrauen kann, dass er quasi eigenständig jetzt das Fass so sauber macht, wie ich es will, dass es alles picobello ist und dass man einen gewissen Sinn für Ordnung hat. Wie lange machen Sie das hier schon? 10 Jahre. 10 Jahre sind Sie hier immer in diesem Bereich im Keller? Ja. Sie vertrauen Ihnen hier? Ja. Muss, ja. Ohne mich laufen meistens nichts. Ohne Sie läuft meistens nichts? Ja. Ja, stimmt das? Ja, das ist manchmal, ja. Unentbehrlich. Ja. Im Nebenraum versieht Wolfgang Frede den abgefüllten Wein mit passenden Etiketten. Mit der Maschine schaffen wir fast jeden Tag. Und für die Maschine bin ich verantwortlich. Das läuft sehr gut und das macht auch viel Spaß, weil an der Maschine unvorstellbar, machen wir ungefähr 120.000 Flaschen im Jahr. An dieser Maschine? An dieser Maschine. Unglaublich.
12 verschiedene Sorten Wein werden hier produziert und verschickt an Kunden im In- und Ausland, darunter auch Gastronomie. Dann hätten wir hier den Wachenheimer Riesling. Das ist bei uns auf der Karte mit der 113. Das ist ein sehr guter Wein, ich auch sehr gerne trinke. Und dann hätte ich hier noch den Schlossberg Riesling. Der schmeckt auch sehr lecker. Woher kennen Sie sich so gut aus beim Wein? Das habe ich mir alles angeeignet. Einfach, weil ich bin seit 28 Jahren schon hier. Und weil mir das Spaß macht, Leute was zu verkaufen und einfach auch noch einen anderen Kontakt zu haben, wie nur zu den Mitarbeitern. Wein in Bio-Qualität. Die Lebenshilfe produziert ihn bereits seit den 80er Jahren. Und es ist ja uns quasi mehr oder weniger oder auch unser Ziel, dass wir quasi nicht durch dieses Soziale uns irgendwie da quasi auf dem Markt etablieren, sondern eigentlich durch die Qualität, denn das, was hängen bleibt oder was langfristig quasi dann die Kundenbindung ist, ist quasi hauptsächlich auch die Qualität, also weil die Qualität stimmt zu dem Produkt. Und dann kommt halt noch der Soziale mit dazu. Die Trauben des Grauburgunders sind in diesem Jahr besonders gut gereift. Jan Hock freut sich darüber genauso wie über die Arbeit des Teams an diesem Tag und ist zuversichtlich. Ja, dass das dann doch am Schluss irgendwie klappt. Egal wie der Tag dann ausgeht, irgendwie am Schluss sitzen wir alle zusammen und freuen uns darüber, dass der Wein so schön ist. Und morgen geht es wieder zusammen zur Weinlese, die bei aller Routine nie langweilig wird. Ich bin hier mitten im Weinberg verabredet mit dem Direktor der hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach, Dieter Greiner. Schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und wir bekommen Trauben zu sehen, aus denen dann Wein gemacht wird. Die sehen ja anders aus als die klassischen Trauben aus dem Supermarkt. Kann ich da eine essen? Ja, gerne. Probieren Sie ruhig. Ja? Sind wir gelbe? Die schmecken ja ganz anders. Ja, das schmeckt ganz anders als Tafeltrauben. Das hätte ich nicht gedacht. Weintrauben, Sie sehen auch schon, sind viel kleinbeeriger, lockerbeeriger. Mhm. Und diese goldgelben Trauben, die haben sehr viel Aroma in der Schale, etwas höhere Säure und dadurch natürlich besonders zur Weinbereitung geeignet, während die Tafeltrauben eine ganz andere Struktur haben. Die sind sehr, sehr aromatisch, die Trauben. Sie haben einen Eimer in der Hand. Heißt das, hier wird nur von Hand gelesen? Selbstverständlich. Sowohl Handlese als auch Maschinenlese. Je nach Qualitätsstufe wird entsprechend gelesen. Und hier bei dem hervorragenden Lesegut macht eine Maschine die Trauben genauso gut ab wie von Hand. Aber ich denke, von Hand abschneiden ist doch mal ein gutes Stichwort. Gerne. Wollen wir mithelfen? Mehr Spaß. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Wenn das ganz einfach ist, dann muss ich abschneiden. Einfach abschneiden. Ja. Am Stiel und in den Eimer legen. Nicht reinwerfen, damit die Trauben nicht kaputt gehen. Genau, ne? Die werden erst verletzt, dann, bevor man sie presst. Dann werden sie angequetscht und dann werden sie ausgepresst. Och, kann ich mir vorstellen, den ganzen Tag das zu machen. Das hat irgendwie was Entspannendes. Bei schönem Wetter ist das super, aber leider müssen manchmal auch Trauben geschnitten werden, wenn das Wetter nicht so schön ist. Ja, das glaube ich. Da muss der Winzer, der Weinbauer einiges aushalten, ja, oder? Ja, jetzt gilt's. Diese Trauben, die hier wachsen, die werden direkt nebenan in der Weinkellerei zu Wein verarbeitet. Das ist ganz in der Nähe vom Kloster Eberbach. Gucken wir uns mal an, ne? Da gehen wir mal hin. Mhm. Also einen Weinkeller habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. So mit großen Holzfässern, ein bisschen mehr Romantik, nicht so viel Hightech. Was ist das hier? Ja, das ist hier das Kälterhaus von Kloster Eberbach. Und das ist ein sehr modernes Kälterhaus, 2008 eröffnet, hier mit dem Keller. Und ja, das ist aber letztendlich nur eine Fortsetzung dessen, was die Mönche früher auch schon gemacht haben. Modernste Technik eingesetzt, um hochwertigsten Wein zu erzeugen. Also ohne Hightech geht's nicht. Und auch damals war es schon Hightech. Und wenn wir gleich ins Kloster hochgehen, werde ich Ihnen mal zeigen, was das damals auch für eine Revolution für die damalige Zeit war. Da bin ich sehr gespannt drauf. Sehr gerne. Die Mönche, die haben ja vor einigen hundert Jahren im Mittelalter Wein gemacht. Tatsächlich beschäftigt sich der Mensch schon sehr viel länger mit Wein. Schon vor vielen tausend Jahren haben die Menschen Wein getrunken. Wie das damals war, das zeigen wir Ihnen jetzt. Hier soll er herkommen, der erste Wein. Aus Georgien. Aber viel mehr als ein Häufchen Traubenkerne ist nicht übrig aus der Zeit von 9000 Jahren. Als erste in Bildern festgehalten haben den Wein die Ägypter. Schon vor 5000 Jahren gibt es hier Weinexperten. Dem Pharao Tutanchamun werden 26 Amphoren Wein mit ins Grab gegeben. Mit genauen Jahrgangsbezeichnungen. Die Griechen widmen dem Wein einen Gott, Dionysos. Er trinkt mit Herkules um die Wette.
griechischen Wein besingt 2800 Jahre vor Udo Jürgens der Dichter Homer. Der Weinhandel macht Griechenland reich. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Dionysos, der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit, wird später von den Römern übernommen als Bacchus. Das heißt genau übersetzt: Lärm machen, umherschweifen, Orgien feiern und in wilder Begeisterung Gedichte schreiben. Unzählige Amphoren zeugen noch heute davon, wie viel Wein in der Antike getrunken wurde. Klöster wie hier in Frankreich bewahren den Weinbau über den Untergang des Römischen Reiches hinweg. Während der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert Wein als Werk Satans bezeichnet, der damit Feindschaft zwischen den Menschen sät, ist für die Christen durch das Abendmahl Wein eng mit Jesus Christus verbunden. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, heißt es in der Bibel. Der Wein ist für die Kirche ein gutes Geschäft. Im 12. und 13. Jahrhundert machen Mönche im Rheingau ihr Kloster Eberbach zum größten Weinbauunternehmen der Welt, mit 200 Niederlassungen zwischen Köln und Worms. Kein Wunder, dass das rechte Maß, das die Benediktiner predigen, gelegentlich ihnen selbst abhanden kommt. Eine Buchmalerei aus dem 13. Jahrhundert. Das erste Mal von Sucht schreibt 1528 der evangelische Theologe Sebastian Frank. Die Weinsüchtigen sind verrückt. Sie bekommen einen blöden Kopf, stinkenden Atem und zitternde Hände. Nicht alles aus der Geschichte ist Geschichte. Karl der Große hat die Idee, kleinen Winzern ein paar Tage im Jahr den Ausschank zu erlauben. Daraus entstehen die kleinen Straußwirtschaften, die Gäste in allen Weinregionen entdecken können. So spürt man in der Gegenwart die Vergangenheit. Dieter Greiner und ich sind jetzt von der modernen Kälterei rübergegangen ins alte Kloster. Und das ist wie so eine kleine Zeitreise. Diese Weinpresse hier, die ist von 1668. Und mir ist aufgefallen, diese ganz alten Weinpressen stehen genauso in Reihe und Glied wie die Weinpressen drüben in der modernen Kälterei. Ja, das ist aber nur eine kleine Parallele, die man hat aus der damaligen Zeit. Sondern was viel faszinierender ist, dass die Presstechnik, die damals hier revolutioniert wurde mit diesen Pressen, vom Grunde nach dieselbe ist, die wir heute haben. Unglaublich. Warum? Was ist so besonders an dieser Presstechnik? In dieser Presstechnik mit diesen großen Körben hat man damals schon viele Trauben gemeinsam abgepresst mit dieser Spindelpresse, was ein sehr schonendes Verfahren ist. Es ist wie ein großer Schwamm. Man drückt die Trauben nur leicht an und dadurch hat man eine sehr, sehr gute Weinqualität, weil man wenig die Kerne und wenig die Stielgerüste verletzt. Jeder hat als Kind mal auf so einen Stiel draufgebissen, ja, und weiß, wie bitter das, ja, war. Hat jeder sich im Gehirn gemerkt? Und das ist über dieses Verfahren überhaupt nicht der Fall. Es ist ein ganz, ganz weiches Verfahren, damit eine sehr, sehr hohe Weinqualität. Ja. Und das wird eben heute mit modernerer Technik, aber genauso auch in den Pressen gemacht, die wir gerade eben im Steinbergkeller gesehen haben. Aber was hat sich grundlegend verändert in der Verarbeitung des Weins von früher zu heute? Ja, es haben sich verschiedene Dinge verändert, aber im Grunde ist es das Gleiche. Man hat damals natürlich eher später geerntet, weil es einfach eine kühlere Zeit war. Momentan haben wir wärmere Temperaturen. Mhm. Dadurch hat man mehr Zeit gehabt in der Verarbeitung. Man hat die Trauben im Weinberg schon eingemeischt und hat eingemeischte Trauben auf die Presse gebracht. Während man heute Trauben transportiert und nur noch eine ganz kurze Kontaktzeit der Schalen mit dem Saft hat. In der Regel, aber es gibt auch Weine, die man heute noch nach dieser Methode macht, wie man es vor hunderten von Jahren gemacht hat. Jetzt haben wir schon so viel über Wein geredet. Ich trinke normalerweise Sonntagvormittag noch keinen Wein, aber ich würde jetzt wirklich gerne mal einen kosten von hier. Geht das? Ja, wenn wir schon hier sind, in Kloster Eberbach, aus der berühmten Schatzkammer, denke ich, da habe ich einen guten Tropfen für Sie. Ja, was haben Sie ausgesucht? Ich habe natürlich einen Spätburgunder ausgesucht. Warum natürlich? Weil die Eberbacher Mönche aus dem Burgund kamen und die haben im 12. Jahrhundert die Spätburgunderrebe mitgebracht. Und unsere Schatzkammer reicht auch heute noch bis 1882 mit Spätburgundern zurück. Mhm. Und ich dachte, aus 1970, das war ein sehr schöner Jahrgang, da lässt sich doch mal ein schöner Assmannshäuser Höllenberg ein probieren. Wein, der 2 Jahre älter ist als ich. Ja, bin sehr gespannt, wie der schmeckt. So, erstmal für Sie. Aha. Sie also sehen mir schon, fällt auf, ja, der hat sehr wenig Farbe im, ja, Vergleich zu dem Rotwein, den ich so kenne. Ja, Spätburgunder hat ja nur die Farbstoff in der Schale selbst und nicht im Fruchtfleisch. Aha. Deswegen ist von vornherein die Farbe etwas heller beim Spätburgunder. Natürlich auch über die Reife fällt der Farbstoff etwas aus, gibt ein Depot. Deswegen wird er etwas heller in der Farbe. Ah, es muss geschwenkt werden? Das Schwenken hilft, man benetzt die Fläche und dadurch wird mehr Aroma freigesetzt. Hm. Es riecht sehr fruchtig. Fruchtig, aber auch so räucherig, speckig.
Was ganz typisch ist für den Schieferboden, wo der reinwächst. Sie haben immer so tolle Begriffe, ja. Wie Sie Gerüche beschreiben können. Das ist ja faszinierend. So, jetzt probiere ich mal. Ja, sehr zum Wohl. Zum Wohl. Muss ich so schlürfen wie Sie? Sie müssen nicht, aber ich kann schon nicht mehr anders, weil ich es gewohnt bin. Ich hätte gedacht, er wäre sehr viel kräftiger. Ja. Also er ist in der Tat sehr fruchtig. Ja. Aber nicht zu stark. Nein. Und trotzdem, obwohl er so elegant ist, kann er wunderbar reifen. Das ist eben typisch für den Höllenberg. Schmeckt mir sehr gut. Herr Greiner, danke schön für dieses Geschmackserlebnis und für alles, was wir heute über Wein erfahren durften. Es war sehr lehrreich. Alles Gute für Sie. Dankeschön. 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 Ihnen auch. Wiedersehen. Liebe Zuschauer, wir haben ja vorhin erfahren, wie der erste Wein vermutlich hergestellt wurde in Amphoren vor Tausenden von Jahren. Das war damals das normale Verfahren. Aber heute gibt es eigentlich kaum noch Winzer, die sich an diese Methode erinnern. Wir haben aber einen gefunden und haben ihn besucht. Eigentlich scheint hier in Northeim am Main ein ganz normales fränkisches Weingut zu liegen. Fast wie jedes andere. Hallo, Weingut Rothe. Rothe am Apparat, hallo. Herr Müller, schön. Doch wer in den Gutskeller kommt, erlebt eine Zeitreise in die Vergangenheit. Denn Winzer Manfred Rothe hat neben den Fässern Amphoren aus Georgien im Erdreich versenkt. In diesen sogenannten Quevris macht er Wein wie vor Urzeiten und will ihn heute mit seinem Helfer Simon Trost abfüllen. Vor 10 Monaten hat Rothe die Amphoren mit Trauben befüllt und einfach gewartet. Und? Was meinst du? Schauen wir mal. Als der 57-Jährige vor ein paar Jahren davon hörte, dass es diese uralte Form des Weinmachens noch gibt, war der langjährige Bio-Winzer fasziniert. Ja, die georgischen Weine sind der Ursprung allen Weines. Und in Georgien 7000 Jahre Weingeschichte, da wollte ich hin, das wollte ich selber spüren, erleben. Da habe ich dann diese 2 georgischen Amphoren besorgt und jetzt haben wir die ersten Weine davon. Jetzt probieren wir mal, oder? Probieren wir. Nur ganz wenige Winzer in Deutschland erinnern sich dieser ursprünglichen Methode. Die erste Verkostung des sogenannten Urweins. Spannung pur. Leicht trüb kommt die Flüssigkeit aus der 1200 Liter Amphore. Die Trauben haben sich am Boden abgesetzt. Den Rest hat die Natur geregelt, ganz ohne Einfluss von Mensch und Maschine. Nicht zu glauben, ne? Nicht zu glauben. Einmalig. Manfred Rothe hat ganz bewusst dem Impuls widerstanden, in den Prozess einzugreifen. Es hat sich gelohnt. Die Trauben für den Amphorenwein kommen aus den Weinbergen rund um Northeim an der Mainschleife. Hier wächst die Ernte für rund 10% aller Frankenweine. Ob die Qualität auch dieses Jahr für diesen besonderen Wein ausreicht? In den ersten beiden Jahren war das Wetter Rothes Projekt nicht gewogen. Er musste die Trauben einzeln mit der Hand lesen, um nur die reifen und gesunden Beeren für seine Quevris zu bekommen. Er nimmt es ganz genau. Ja, die Trauben sind gedacht für die Amphore. Dort sind sie fast ein Jahr lang mit Schalen und Kerne und vergären zu Wein. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass die Schale sehr gut ausgereift ist. Muss herzhaft sein, gesund sein, denn es darf nichts in die Amphore, wie beim Obstsalat auch hier, nichts Schimmliges, nur das Beste darf rein. Und das macht die Aufgabe hier so wichtig. Simon? Der Rest ist das Ergebnis oft noch unverstandener Prozesse. So beeinflusst die Form der Amphore den Weincharakter. Moderne Pumpen will Manfred Rothe da lieber nicht einsetzen. Ein schnell drehendes Pumprad könnte die natürliche Entwicklung des Weins stören, fürchtet Rothe. Es ist einfach ein kleines Naturwunder und es ist einfach die Kunst des Weglassens. Und ich bin heute hier kein Winemaker, sondern heute hat die Natur hier ihren ganz großen Auftritt mit diesem Wein. Der ist längst noch nicht fertig. Der Urwein wird zwischen Abpumpen und Abfüllung nur noch durch ein grobes Sieb geschickt, damit keine Kerne und Schalen mitkommen. Was dann in die Flaschen kommt, sieht fast aus wie naturtrüber Apfelsaft.
Der Rest passiert wieder von selbst. Die Schwebstoffe sinken ab, der Wein reift weiter, wenn man ihm nur Zeit gibt, die in den Augen von Manfred Rothe auch bei der Weinherstellung heute viel zu oft fehlt. Lebensmittel und Wein wird erst dann auch wieder wertvoll, wenn man ihnen den Wert in der Zeit auch gibt, in der Produktionszeit. Und so etwas ist aufwendig, so etwas dauert und gibt uns aber dann auch wieder diese Ruhe zurück, die wir, glaube ich, alle so sehr vermissen in unserem ganzen Leben. 3% seiner Weine stellt Manfred Rothe in den Amphoren her und hat dabei einmal mehr gelernt. Langsamkeit und Zeit sind es, die wirklich gute Weine machen. Und was gut für Wein ist, tut auch dem Menschen gut. Auch Bilder brauchen Zeit. Der Maler Michael Apitz, der am Anfang unserer Sendung einen Weinberg skizziert hat, hat schon weitergemacht. Herr Apitz, wie weit sind Sie gekommen? Ja, die Skizze ist zumindest fertig. Ja, sieht nach was aus. Sieht anders aus als vorhin. Aber das ist noch nicht das fertige Produkt. Nein, das ist quasi ein Zwischenstuhl. Malen Sie denn nur Weinberge? Nein, ich meine natürlich generell Landschaften gerne und dann auch Flusslandschaften, alles, was mir vor das Auge kommt. Aber Weinberge sind schon ein Schwerpunkt, auf jeden Fall. Sie haben uns ein paar Bilder netterweise mitgebracht. Normalerweise kommen die ja nicht raus ins Freie. Nee, eigentlich aber nicht. Aber um uns das mal zu zeigen, wollen wir uns mal anschauen, wie das dann in groß aussieht, wenn es fertig ist. So. Hier habe ich zwei Bilder mitgebracht. Oh, schön. Ich übertrage dann sozusagen diese Skizze in die größere Größe, ich mache eine Vorzeichnung mit Kohle und arbeite dann mit Acrylfarben. Aus der Tube raus, die Strukturen und dann mit Spachtel und mit Wasser drüber laufen lassen und so weiter. Das ist dann ein längerer Prozess. Hier hinten kann man den Rhein sehen. Genau, diese Spiegelung im Fluss ist was ganz Typisches bei mir. Irgendwo im Bild ist immer so ein hellster Leuchtpunkt. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also manchmal ist einfach die Stimmung da, dass man sagt, ich habe Lust, ein richtig schön goldgelbes Bild zu malen. Und so war das da. Und das hat nichts mit Herbst zu tun, sondern eher mit einer ganz gewissen inneren Stimmung bei mir. Aber die meisten sagen Herbstlandschaft. Ja, das ist auch in Ordnung, weil ein Maler malt was, aber was nachher später der Betrachter daraus macht, ist eigentlich, liegt in seinem Auge. Also das kann jeder so sehen, wie er will. Wie lange brauchen Sie, bis so ein Bild fertig ist? Es ist relativ verschieden, weil mir nicht immer alles gleich gelingt. Aber ich würde sagen, für so ein Bild da drüben 2 bis 3 Wochen. 2 bis 3 Wochen, wow. Gönnen Sie sich denn eigentlich auch während des Malens ein Gläschen Wein? So für die Inspiration? Also tatsächlich beim Malen, ich habe es schon ausprobiert, funktioniert es nicht. Ich habe dann immer zu schnell einen dann Schwips und fange an, da Quatsch zu malen. Es gibt Künstler, die können nur so malen. Ja, das ist, vielleicht soll ich es mal dann, viele sagen sogar, mach's mal, weil es vielleicht dann besser wird, als es jetzt ist. Ja. Aber nein, tatsächlich, also lieber zur Belohnung anschließend ein Gläschen Wein als beim Malen. Ja. Welche Bedeutung hat der Wein generell in Ihrem Leben? Also irgendwie ist es Teil meines Berufs geworden. Ich bin jetzt kein Winzer irgendwie von Hause aus oder wir haben keinen Weinbaubetrieb, aber ich habe immer mit dem Thema Wein zu tun gehabt und es ist auch für mich, egal was ich tue künstlerisch, hat der Wein und der Weinberg immer eine große Bedeutung dabei. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit Ihren Bildern. Dankeschön, Herr Apitz. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind durch unsere Sendung vielleicht ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Egal, ob Sie nun selbst gern Wein trinken oder einfach auch nur bei einem Spaziergang diese wunderschöne Weinlandschaft genießen wollen. Vielleicht heute an einem freien Sonntag. Heute hat sich bei uns alles um Wein gedreht. Nächste Woche geht es um Obst und Gemüse. Hier im ZDF geht es jetzt weiter mit einem evangelischen Gottesdienst aus Meldorf. Tschüss, bis nächsten Sonntag.